Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bumblebee B2 Parkt aus. Es geht um die Japan Crate. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was essen denn die Japaner, wenn sie ihr Nationalgetränk Sake in sich reinkippen, dann solltet ihr dranbleiben, denn hier sind einige Süßigkeiten drin. Wenn ihr nicht genau wisst, was es ist, dann schaut einer der ersteren Folgen an. Da erkläre ich das genauer. Für jetzt soll gesagt sein, es geht um die Februarbox. Wir hinken ein bisschen hinterher. Alles, was hier drin ist, kann hart abgelaufen sein, kann mich dadurch heftig zum Würgen bringen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe allerdings, es hat alles noch eine höhere Haltbarkeit als irgendwie 6 Monate. Davon gehe ich aus, aber es muss nicht sein. Also lasst uns mal anschauen, was diesmal in dieser Box enthalten ist. Also, wir werden nur das Magazin am Anfang sehen. Ja, das klappt sich schön mit hoch. Da geht es nämlich um das Mangazin mit einer hübschen jungen Dame. Wups. Mit einer hübschen jungen Dame, die einfach nur ein bisschen Camping-Picknick macht und einen Hotdog verputzt oder einen Chili-Dog. Wer weiß es schon. Aber es ist doch aus März, nicht aus Februar. Okay, weil auf der Box steht Februar, was auch immer da falsch gelaufen ist. Aber die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist Volume 21 und da sieht man schon irgendwas, was bestimmt nicht köstlich ist. Obwohl, da ist Schoki, meine ich, drauf. Mehr dazu in wenigen Augenblicken. Aber wir schauen nochmal ganz kurz hier rein in dieses Magazine. Und in diesem Magazine, da seht ihr eben die Unboxings vom letzten Mal. Ein paar Screenshots davon. Da lernen wir zum Beispiel auch ein bisschen Japanisch. Learn Japanese. Und da ist Peach, der Pfirsich, heißt Momo. Jetzt könnt ihr schon mal in Japan Pfirsiche bestellen. So einfach ist das. Momo, wie der Film. Die hieß doch Momo, oder? Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Kyowa Hare Desune. Oder Ashita Haretara. Piknuiku. Ni Ikimashu. So sieht's nämlich aus. Ich schlage jetzt allerdings auf die Seite, wo mir alles erklärt wird, was wir in dieser Box vorfinden. Und dann geht's schon los mit dem ersten Snack. Und die sind einzeln verpackt. Ja, da könnt ihr noch nicht viel sehen. Country Mom. Alles in Japanisch. Japanisch. Wir wissen nicht, was es ist. Aber ich schaue mal. Crispy on the outside, but soft on the inside. Chocolate Chips Cookies. Also, weich innen, hart außen. Und gibt's hier 2 Versionen? Also so sehen die aus, einzeln verpackt. Eins rot und eins... Ah ja, da steht's drauf. Vanilla. Und hier ist noch eins. Schoko. Schoko-Chip-Cookie. Ach, Kakao und Vanilla. Von Country Man. Wir fangen mal an mit Schoko. Lassen wir uns Vanille. Mal zum Schluss. Ich habe jetzt nicht auf das Haltbarkeitsdatum geguckt. Wer weiß das schon? Lass uns das mal... Oh, vorsichtig aufmachen, ist schon ein bisschen angebröselt. So sieht er aus, wie ein ganz normaler Cookie. Oh, er fokussiert sogar. Ganz normales Cookie, da seht ihr, wie die Schokolade in den Keks eingeführt wurde. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir das in unseren Körper einführen. Der riecht gut. Oh, richtig gut nach Kakao. So was Gutes habe ich von den Japanern noch gar nicht gegessen. Ohne Mist, man spricht nicht mit offenem Mund. Köstlicher Schokoladencookie. Köstlich. Absolut. Ist kein harter Keks, das finde ich eben gut. Ist ein bisschen soft auch von außen. Als hätte der schon ein bisschen Luftfeuchtigkeit gezogen, obwohl er ja verpackt war. Und jetzt probieren wir mal Vanilla. Ah, Vanilla. Ach, der ist einfach nur weiß, ist aber mit Schoki auch gefüllt. Ein ganz normales Keks. Riecht so wie die Balsen. Doppeldeckerkekse. Das Äußere davon. Schmeckt super. Im Grunde genommen wie die Doppeldeckerkekse, nur viel softer. Die knuspern nicht so krass. Die kann man also auch viel einfacher essen. Und in sich reinkloppen ohne Ende. Köstlich. Köstlich. Komm, ein Schoko geht noch. Und dann schauen wir mal, was uns ekliges Zeug sonst so erwartet. Aber vielleicht ist dieser Monat ja ein guter Monat gewesen. Im März. Denk ein bisschen zurück. Aber wir holen das auf. Der schmeckt so ein bisschen so, die gibt es im Lidl und Rewe, glaube ich, diese Kekse mit den Chocolate-Stückchen drin. Die
runden Kekse mit den Schokoladenstückchen drin. American Cookies stehen da meistens drauf. Und so schmecken die. Und auch nicht so muffig, wie die Schokolade sonst ist aus den Crates. Das war köstlich. Köstlich. Okay, was haben wir hier? Eine witzige Vanilleschote. Ich weiß nicht, was es ist. Wer soll das schon erkennen? Mit einer Riesenschnute ist die Königin der Welt. Und wir werden sie jetzt höchst womöglich verputzen. Da seht ihr, es ist hart abgelaufen. 30.05. Also ich habe die im März bekommen. Die haben noch 2 Monate Haltbarkeit. Die versuchen scheinbar einfach, das Zeug loszuwerden. Und das sind Japanese Mayonnaise. Die heißen Umakaman. Und was es ist? Keine Ahnung. Oh, ich dachte, die sind auch irgendwie nochmal... Boah, das ist nicht schön. Ich dachte, das wäre ein Keks oder so und wir würden wirklich... Guckt euch das an. Da wisst ihr jetzt schon, das kann nicht gut enden. Nicht nur, dass die 3 Monate drüber sind, die haben schon nicht gut geschmeckt, als die noch frisch waren. Da mussten schon die Arbeiter am Fließband würgen, als die schlechten, die zerbrochen sind, aussortiert haben, gehe ich von aus. Aber ich mache das für euch, ich mache das für mich, um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Und jetzt geht's damit los. Ah. Habt ihr gesehen, wie die aussehen? Ne? Im Grunde genommen so wie Erdnussflips, nur mit ganz komischen grünen Dingern drin. Die haben echt ein Problem damit. Die kriegen das nicht hin, Chips oder Flips so zu machen, dass die gut sind. Nicht mal, dass die durchschnittlich sind. Die sind immer super schlecht. Also wonach das schmeckt, kann ich euch nicht sagen. Ich bin ein Mayo-Kind, ich liebe Mayo. Mayo rockt. Aber das hat gar nichts mit Mayo zu tun. Das schmeckt nach Gewürzen. Ein bisschen zwiebelig. Aber irgendwas ist da noch bei, was den Zwiebelgeschmack auch noch ekliger macht. Ich mag Zwiebeln. Überall drin. Aber hier ist es komisch. Nicht so schlecht, dass ich davon würgen muss. Ihr merkt das. Aber der Geschmack ist unangenehm. Ja, und vor allen Dingen danach, ne? Glaubt nicht, dass danach von eurer Lebensgefährtin oder Lebensgefährte noch einen Kuss bekommt. Ich glaube, das riecht man schon aus Kilometer Entfernung. Es ist ekliger als Zwiebel. Kann ich euch nicht sagen, was da drin ist. Es ist abgelaufen. Ich glaube, das macht aber auch gar nichts. Also die waren vorher schon wirklich nicht gut. Panda-shaped Cookies mit Melonen-Flavor. Panda-shaped Cookies. Pandoro Melon. Sieht gut aus. Zumindest die Verpackung. Mit Melonengeschmack. Das ist aber eher, sieht es aus wie ein grüner Keks. Ich zeige euch das sofort. Ich will den nicht zerbrechen beim Aufmachen. Der ist auch noch haltbar bis November. 21. November diesen Jahres. Da haben sie keinen Ausschuss loswerden wollen. Das geht noch. So, Panda-shaped Cookie. Wie sieht er aus? Da ist der. Ist der nicht süß? Guckt. Das ist Mr. Panda. Und von hinten sieht er ein bisschen aus wie der Mond. Aber mal schauen, wie der schmeckt und wie der riecht. Oh, wie Honigmelone. Wirklich. Wie eine ganz süße Honigmelone. Und man sieht das jetzt auch so im Licht. Seht ihr das? Der hat so ein bisschen diesen grünen Schimmer, wie auch die Honigmelone im Inneren hat. Das heißt, die wird ja am Rand ein bisschen grünlich. Gelb und dann grünlich. Und genau so schimmert der. Oh, riecht köstlich. Schmeckt nach Melone. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Wow. Das muss ein künstlicher, unfassbar künstlicher Geschmack sein, den die mithilfe von jahrelanger Genmanipulation von irgendwelchen Wirkstoffen erreicht haben. Aber das schmeckt wirklich nach Melone, nach Honigmelone. Riecht so und ist köstlich. Das ist was ganz Neues, weil wann hat man schon mal Süßwaren mit Honigmelonengeschmack? Verputzt. Kein Muff, frisch, schön Chemie, wie man sich das vorstellt, hat einen guten Melonengeschmack. Gefällt mir. Diamond Ring Pop. Diamond Ring Pop. Bringing back the 90s, da bin ich sowieso ein Fan von. Ist bis 2018 sogar haltbar, nicht schlecht. Hallo Bär. Na? Du hörst es nur knistern und dann kommt da an, der Kleine. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Guckt euch das an. Hier. In so einem Ring. Diamond Ring Pop sieht wirklich cool aus. Könnt ihr euch an den Finger machen
zum Beispiel den bevorzugten Mittelfinger, nicht den Ringfinger. Und dann könnte er so, oh, wie Mr. Bling persönlich, herumrennen. Da fehlt nur ein riesen Anzug, der total überdimensioniert groß ist, mit so einem plüschigen Zylinder. Und dann könnt ihr auch so ein Candy, Ring Candy, Ring Pop Candy an den Fingern tragen. Ist ja genial. Ich wünschte, davon hätte ich mehr. Dann würde ich mir die Finger zusetzen in unterschiedlichen Farben und dann auf dem Summer Release, was am Mittwoch anfängt, damit rumlaufen. Und jeder darf mal lutschen. Gibt doch nichts über eine übertragbare Krankheit über den Speichel. Und jeder darf das Ding mal lutschen. Da ist er. Ah, wunderbar, oder? Jetzt komme ich mir fast so vor wie bei QVC oder wie heißt das? H24 Shopping-Kanal, wo es um Schmuck geht und ihr seht diese Nahaufnahme dann von dem Schmuck. Ist es nicht wunderschön? Da kommt er nicht unglaublich gut sonntags, wenn ihr beim Brunchen mit euren Freundinnen und Freunden sitzt. Ah, schön zum Angeben, aber trotzdem subtil, fällt nicht wirklich auf. Schmeckt einfach nur noch Zucker mit ein bisschen Erdbeergeschmack. Und kommen wir zum letzten. Dann war es das und danach werde ich mir die Cookies reinhauen, bis ich würgen muss. Bonobon. Peanut Butter and Chocolate. No way, ich liebe Erdnussbutter. März 2018. Das geht noch. Ihr dachtet März 2017. Aber ja, das ist noch haltbar. Na, lass uns den mal aufmachen. Das ist ja der Knaller. Hier, schaut euch das an. Ah, das werde ich jetzt sowas von heftig verputzen. Knusprig. Da ist die Erdnussbutter. So sieht das aus. Ich bin mir noch nicht im Klaren, ob ich das super oder nicht so gut finde. Schmeckt ein bisschen alt. Muss mal kurz schmatzen, um den Geschmack zu intensivieren. Ich kenne das ja vielleicht von der Weinprobe oder von der Whiskyprobe. Ich hätte mir mehr davon erwartet. Ist ein sehr leichter Erdnussbuttergeschmack. Ich mag das, aber ich würde das nicht kontinuierlich und immer essen. Aber trotzdem sehr lecker. Und diesmal haben wir ein Glückslos gezogen mit der Box. Das war gut. Bis auf die komischen Flips. Ansonsten war das wirklich köstlich. Ihr habt wahrscheinlich erwartet, dass ich hart würgen muss. Aber gönnt mir doch auch mal einen guten Snack. Das war's mit der Box. Hier drin wieder der Oktopus. Wir wissen nicht, was er sagt. Aber es wird unfassbar wichtig sein. Von daher bedanke ich mich. Ihr seht Bär sogar noch. Er sagt euch nochmal Tschüss. Ich werde ihn nochmal hochheben und mit ihm winken. Ach nein, er legt sich gerade hin. Er legt sich gerade so schön hin. Ist er nicht knuddelig und so weich? Der ist wirklich der Superbär. Der ist gechillt. Super, ich werde jetzt gleich anfangen zu streamen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir verbleiben mit Macht was aus eurem Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wird allerdings ein bisschen dauern, weil ich jetzt erstmal auf Summer Breeze bin. Die Woche danach habe ich allerdings Urlaub. Da werden wir uns nochmal wiedersehen. Wir verbleiben mit Macht was aus eurem Tag. Und bis bald. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.